Servus Leute, hier ist Regis. Richtig uncool. Hier ist Regis. Dumm. Deswegen bin ich auch ausgerastet. Ich habe rein aus Emotionen gehandelt, wollte euch sofort die Speicherkarte im Fake nehmen. Alle meine Reaktionen waren einfach aus dieser Reaktion heraus. Was mich auch unglaublich gestört hat, war dieses, ich habe dich gebastet. Ihr singt ja Playback. War auf jeden Fall falsch. Ich will nicht, dass meine Abonnenten so über mich denken. Deswegen entschuldige ich mich nochmal bei meiner Community für diese Aktion. Was will denn Krappi? Krappi ist ein Mensch, der nichts kann und nur von KS Freak hochgezogen wurde. Wir haben den neuen Track auch präsentiert. Ich möchte mich bei meiner Community entschuldigen, die dabei zugeguckt hat und die das miterleben musste. Ich entschuldige mich aufrecht bei euch. Das kommt auch nie wieder vor. Krappi, du wolltest dich an mir hochziehen. Das hast du jetzt auch geschafft. Applaus für dich. Richtig starke Leistung. Krappi hat kurz mit KuchenTV Doggy Style gefickt. Erstens hast du meinen Namen verwendet für dieses Video. Der Kerl benutzt einfach seinen Namen im Video. Der will sich eindeutig hochziehen. KuchenTV ist ein unglaublich genialer Mensch. Er ist innovativ, unglaublich talentiert und mein bester Freund. YouTube Deutschland ist schon so labil und so gereizt und dann noch... Und wenn YouTube Deutschland auch noch solche Menschen hat wie DS Freako, dann denke ich mir so, muss das unbedingt sein so. Ich denke, dass YouTube Deutschland ohne einen DS Freako besser aufgehoben wäre als wie jetzt. DS Freako ist für mich der größte Untermensch dieser Welt. Ich möchte nicht, dass meine Fans mich als Vorbild sehen und auf keinen Fall, macht das bitte nicht. Richtig uncool. Ciao.